Riesenquatsch. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute nicht alleine, sondern Alex ist auch mit am Start. Hallo. Und heute geht es um ein uns persönlich sehr wichtiges Thema, wie ihr ja vielleicht schon so ein bisschen im Intro gerade gesehen habt. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen, dass wir beide die Trend Edition Boys and Girls von Essence unterstützen. Und diese Produkte sollen einfach Jungs so ein bisschen die Hürde nehmen, sich auch mit Kosmetik auseinanderzusetzen. Das alles sind jetzt natürlich keine Weltneuheiten. Bevor irgendjemand jetzt schreien will, ja, aber Jungs können auch sonst jede Kosmetik benutzen. Ja, natürlich. Aber wir finden es einfach richtig cool, dass es jetzt mal in der Drogerie eine Marke gibt, die da so offensichtlich für wirbt, dass es ganz egal ist, ob man Junge oder Mädchen ist, so oder so kann man sich pflegen. Mir ist das Ganze persönlich auch sehr wichtig, weil ich das Ganze früher schon mal selber an meinem eigenen Leib irgendwie erfahren habe, so ein bisschen in eine Schublade gesteckt zu werden. Zum Beispiel wissen ja viele, dass ich ewig lang leistungsgeschwommen bin und da ist es so normal, dass man sich so die Beine für einen Wettkampf rasiert und die hat man dann halt auch noch 2 Wochen oder 3 Wochen rasiert. Und dann sind viele immer so gekommen, bist du schwul und keine Ahnung was. Also egal, ich finde es einfach so bescheuert, weil egal, ob man sich die abrasiert wegen dem Schwimmen oder ob man die sich abrasiert, wenn man es schön findet, das ist gibt keinen Grund, irgendwie in der Schublade gesteckt zu werden. Und noch so eine Story war, dass ich früher aus dem Urlaub immer heimkam und mega die spröden Lippen hatte, irgendwie vom Wind und vom Sand und sowas. Und dann habe ich immer Lippenbalm genommen, um halt die Lippen ein bisschen zu pflegen und sowas, weil die super aufgeplatzt waren. Und viele haben mich da echt so blöd angeschaut. Und ich bin dann oftmals so heimlich irgendwo hingegangen und habe das dann da drauf gemacht, was so dämlich ist, weil das einfach echt nur Lippenpflege ist, die ich da benutzt habe. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass ganz viele von euch in ähnlichen Situationen sind oder auch schon waren, dass man irgendwie für irgendwas richtig Lächerliches verurteilt wurde, in Schubladen gesteckt wurde und dann vor allem in der Schule darüber gelacht wurde oder so. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde uns nämlich echt mega interessieren. Und dann können wir uns alle so gegenseitig ein bisschen Mut machen, dass es nämlich total egal ist, was andere sagen. Ich meine, auch ich kenne das. Jetzt zum Beispiel, was den YouTube-Kanal hier angeht. Wenn ich neue Leute kennenlerne, und das geht mir immer noch so, möchte ich immer nicht so gerne erzählen, dass ich mich thematisch auch mit Schminke oder mit Kosmetik und dem ganzen Kram beschäftige, weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass Leute einen dann ganz schnell als oberflächlich und ein bisschen dumm abstempeln oder so, was auch eigentlich wieder total hirnrissig ist, ne? Ihr merkt, dass uns das ganze Thema super wichtig ist, weil wir das einfach auch schon selber erfahren haben. Genau, und Essence wollte hier einfach so ein bisschen mit dem Klischeedenken brechen, dass Kosmetik nur was für Mädels ist und wollte halt auch dafür sorgen, dass es Jungs nicht mehr peinlich ist, sich da auch irgendwie was zu kaufen, wenn man jetzt zum Beispiel im DM unterwegs ist oder so. Und apropos peinlich, also ich habe früher von meiner Mama ab und zu auch mal so einen Concealer geklaut, wo man so Pickel oder sowas abdecken konnte. Und es war mir einfach auch peinlich gegenüber von meiner Mama oder meiner Schwester oder sowas, sowas zu benutzen. Das ist so bescheuert, weil ich halt irgendwie, ich hatte einen Pickel und wollte für einen Vortrag irgendwie damals das abdecken und mir war das peinlich. Also dämlich. Darum gibt es einen Concealer jetzt auch in der Trend Edition Boys and Girls und den kann man ganz einfach mit dem Finger auftragen ins Gesicht. Das finde ich auch sehr praktisch, also wenn ich da mal was habe, dann kann ich einfach so ein bisschen abdecken. Also ich benutze ihn einfach, wenn ich irgendwie ein Video drehe oder sowas und da eine unschöne Stelle habe, dann decke ich die einfach ab. Aber es ist ganz egal, also wenn ihr Bock habt, jeden Tag irgendwie einen Concealer zu benutzen, dann macht das auch als Junge. Und dann gibt es in der Trend Edition außerdem auch noch ein Puder. Das ist einfach ein transparentes Puder, sprich es ist völlig egal, welche Hautfarbe ihr habt, das passt trotzdem. Und das Coole dabei ist, das gibt es auch im Standardsortiment, genau wie den Concealer nämlich. Also wenn es die Trend Edition mal nicht mehr gibt, dann findet ihr die Produkte trotzdem noch in einem anderen Design in der ganz normalen Essenstheke. Wenn ihr unsere Vlogs schaut, dann habt ihr vielleicht mal mitgeregt, dass wir uns auch ab und zu mal eine Maske zusammen drauf machen, also irgendwie auf der Couch abends oder sowas. Und ich finde es richtig gechillt, vor allem wenn man irgendwie mal eine lange Nacht hatte oder sowas. Das ist einfach voll entspannend und uns haben auch welche in die Kommentare geschrieben, dass sie das auch mit ihrem Freund machen. Aber der Freund, das darf man ja nicht sagen, weil es dem Freund sonst peinlich wäre. Und das ist einfach so bescheuert, weil warum? Es gibt keinen Grund. Männer können sich doch auch einfach pflegen und eine Maske benutzen, wenn sie irgendwie Bock drauf haben. Und was ich auch super cool finde, ist, dass Essence in der Trend Edition einen Duft rausgebracht hat, der eben sehr neutral riecht und somit sowohl für Mädels als auch für Jungs passend ist. Das waren aber natürlich noch längst nicht alle Produkte aus der Trend Edition. Ihr findet da außerdem auch noch einen Lippenpflegestift und ein Lippenpeeling, dann außerdem auch eine Pinzette, einen Augenbrauenstift, ein Augenbrauengel, einen Kajalstift, eine Nagelfeile, eine Nagelhautcreme und auch noch einen Primer-Stick. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall einiges dabei und wenn ihr uns beiden auf Instagram folgt, dann wird euch da eventuell in den nächsten Tagen ein kleines Gewinnspiel erwarten. Oh ja. Kennt ihr die? Wie cool ist es bitte, dass wir da drauf sind? Das wow. Ist so cool, irgendwie so eine Message
rüberbringen zu dürfen. Also ich bin richtig, richtig froh, dass wir da so hinter diesem Ding stehen können und irgendwie sagen können, das ist was, was uns wichtig ist. Also einfach so unsere Bitte an euch, wenn ihr jetzt dieses Video gesehen habt, dann versucht doch mal in Zukunft so ein bisschen drauf zu achten. Falls ihr das bei euch selber schon gemerkt habt, dass ihr da eine Tendenz habt, andere nämlich in Schubladen zu stecken oder so, einfach ein bisschen toleranter zu sein und andere Menschen eben so leben zu lassen, wie sie möchten. Ja, und auch nochmal an alle Jungs, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann kauft es euch einfach und versteckt euch nicht bloß, weil andere sagen irgendwie, du bist so und so und so. Also wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch voll und ganz hinter dem Thema steht. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Stories in den Kommentaren da lasst, inwieweit ihr schon mal so mit Schubladendenken und so weiter Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal hier sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und da geht's zu meinem letzten Video und vergesst nicht auf Instagram vorbeizuschauen. Das zu gewinnen. Wisst ihr Bescheid. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.